Hallo, mein lieber Wassermann, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, euch geht es allen soweit gut. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon merkt, diese spezielle Herbstenergie, die jetzt kommt, die stimmt einen alles ein bisschen so nachdenklich, nehme ich wahr. Jetzt ist auch typisch, dass auch alte Dinge wieder hervortreten und man die Chancen hat, abzuschließen. Das heißt, diese Energien können auch wirklich Ex-Partner, Ex-Affären, all diese Dinge anziehen. Also wenn ihr euch fragt, warum jetzt plötzlich gewisse Menschen sich wieder melden, wo ihr vielleicht schon lange nichts mehr gehört habt, das ist wirklich bezüglich der Energien. Und meistens ist es wirklich oft so, wenn es Menschen sind, die immer rein, raus aus deinem Leben sind, dass sie einfach in einem Trott gefangen sind und eben einen Anker suchen. Also jetzt momentan, diese Energie ist extrem. Einfach, falls ihr das spürt oder bemerkt, dass ihr wisst, warum es so ist. Und es ist auch aber eine gute Chance, um etwas abzuschließen, lieber Wassermann. Einfach eine Botschaft für dich. Aber heute schauen wir uns die Karten an, spezifisch für den Oktober, lieber Wassermann. Wir schauen uns an dein Hauptthema. Was kommt auf dich zu? Dein Rat der Karten, was solltest du tun? Und wie immer dein persönlicher blinder Fleck. Was ist dir nicht bewusst und solltest du vielleicht mehr Beachtung schenken? Lieber Wassermann, auf meinem Etsy-Shop habe ich jetzt schon die Jahresreadings hochgeladen. Also wenn du ein persönliches Reading möchtest für 2023, kannst du das ab sofort buchen. Link ist weiter unten. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal. Wassermann, dein Hauptthema, was kommt? Mit was wirst du konfrontiert, dein Hauptthema, Wassermann? Oh, der Stern, deine Karte. Ich nehme ganz fest wahr, viele stellen sich in den Mittelpunkt. Ihr braucht das. Ihr müsst euch mal auf euch selber fokussieren. Ganz viele haben sich vielleicht monatelang, vielleicht auch jahrelang immer auf andere fokussiert und jetzt seid ihr dran. Ihr schaut zu euch, ihr schließt mit Dingen ab, eben das, was ich vorher gesagt habe, so eine typische Karte, man heilt, man lässt komplett los. Man bekommt eine Vision formt sich, ein Ziel. Vielleicht wusste man vorher nie so richtig wohin, man war im Trott gefangen. Und jetzt kommt da ein Licht und auch ein gutes Gefühl. Ich nehme auch wahr, Oktober kann auch sehr ein nachdenklicher Monat sein. Vielleicht Selbstreflexion für einige. Und für andere auch wirklich persönlichkeitsmäßig Wachstum. Oder, lieber Wassermann, du hast es selber mit einem Wassermann zu tun. Und diese Person ist dein Hauptthema im Monat Oktober. Achter Münzen. Du weißt, dass du, wenn du wirklich loslassen möchtest, deine Vision verwirklichen möchtest, jetzt egal in welchem Lebensbereich, ob jetzt Liebe oder Beruf, dass du hart dafür arbeiten musst. Du bekommst es nicht geschenkt. Ganz klar. Das ist dir bewusst, deine allgemeine Energie. Vielleicht musst du diese Vision oder das, was in deinem Kopf ist, noch etwas ausreifen, nehme ich wahr. Aber dir ist ganz klar bewusst, du musst hart dafür arbeiten. Aber ich habe auch ganz ehrlich gesagt das Gefühl, dass du auch dafür bereit bist, hart daran zu arbeiten. Und das können verschiedene Dinge sein. Das kann auch an einer Beziehung sein, wenn du merkst, dass vielleicht etwas nicht so toll war. Und dass du eben überlegst, wie können wir wieder zu diesem Punkt kommen, wo wir vielleicht mal waren. Nämlich auch fest war. Aber schauen wir mal. Wassermann, bitte. Ja, Feuerenergie. Könnte sein, dass ein Feuerzeichen auf dich zukommt und dass du da noch etwas abschließen musst. Natürlich nicht für alle. Könnte auch sein, dass generell jemand auf euch zukommt oder eine Nachricht auf euch zukommt. Etwas schnell.
und ihr müsst euch entscheiden, aber gleichzeitig dürft ihr auch eure Vision nicht verlieren. Oder das ist der Impuls, der kommt für dieses Neue, für die Vision. Nimm wirklich das, was passt. Kann sein, dass plötzlich jemand hier kommt. Wassermann-Energie oder Feuerenergie. Aber schauen wir weiter, lieber Wassermann. Mit was musst du rechnen im Oktober? Oh, schön. Neuanfang. Und wirklich ein neuer Anfang, ohne Ballast, ohne irgendwie, weiß nicht was, Vorgeschichten, sondern wirklich ein Neuanfang. Also ich sehe auch viele, die in einer Beziehung sind, möchten wirklich einen Neustart haben. Ja, schon wieder. Acht der Münzen. Ich finde Acht der Münzen immer so eine schöne Karte. Das heißt, man muss wirklich hart arbeiten, man bekommt nichts geschenkt. Aber zu 99%, wenn man wirklich Durchsetzungsvermögen hat, lohnt es sich. Man wird belohnt. Noch eine bitte. Sechs der Münzen. Geben und nehmen. Ich habe das Gefühl, bei vielen kommt der Ausgleich. Dass ihr endlich ernten könnt für das, was ihr so lange hart gearbeitet habt. Ja, schön. Das Gericht. Entscheidungen. Klarheit. Transformation. Du gehst einen Weg, du triffst eine Entscheidung. Du gehst den Weg wirklich voller Tatendrang. Also du bist bereit dafür zu kämpfen. Weil eben, wie gesagt, der Fool, Neuanfang. Du beginnst ein neues Leben. Du willst wirklich da hier etwas abschließen und deine Vision, deinen Herzenswunsch folgen. Kann auch sein, eben, dass du mit einer Person einen Neuanfang wagst. Kann eine Person sein, die du vielleicht schon kennst oder schon zusammen bist. Kann aber auch eine neue Person sein. Aber man muss hart daran arbeiten. Vielleicht ist man ein bisschen unterschiedlich oder man hat eine Vorgeschichte. Vielleicht war nicht immer die Balance da mit Geben und Nehmen, Sechs der Münzen. Da muss man ein Auge drauf halten. Aber schauen wir zuerst mit den kleinen Karten. Warum der Narr? Warum dieser Neuanfang? Ja, Feuerenergie. Man geht ins Tun rüber. Vielleicht hat man lange gewartet und jetzt wird man ungeduldig. Oder du willst den Neuanfang mit einem Feuerzeichen beginnen, sehe ich auch. Reinen Tisch machen. Oder jemand, der ein bisschen Feuerelemente hat, das muss jetzt nicht das Sternzeichen sein, kann natürlich auch Aszendenten sein. Oder einfach der Charakter hat Züge von einem Feuerzeichen. Also wirklich nicht zu sehr auf Sternzeichen fixieren. Einfach jemand, der feurig ist, vielleicht ein bisschen eine Ausstrahlung hat, so unternehmenmäßig oder selbstständig, kreativ könnte auch sein. Ehrgeizig nehme ich wahr, eine ehrgeizige Energie. Entweder bist du das oder dein Gegenüber. Man möchte wirklich einen Neuanfang. Aber man weiß, man muss daran arbeiten. Aber ich habe das Gefühl, man ist bereit dazu, ja. Vielleicht war in der Vergangenheit ein Betrug oder eine Lüge, nehme ich wahr. Etwas, was nicht ganz fair ablief. Muss jetzt nicht unbedingt ein Betrug, ein richtiger Betrug, ja, gibt es nicht richtige Betrüge? Du weißt, was ich meine. Vielleicht war etwas oder es wurde nicht etwas ausgesprochen oder ein Geheimnis oder etwas gelogen oder wirklich Betrug. Und davon muss man sich erholen. Muss jetzt nicht mit dieser Person sein, kann natürlich auch aus einer Vergangenheitsperson sein. Oder eben mit dieser. Aber hier sehe ich ganz klar, man
möchte darum kämpfen und daran zu arbeiten, dieses zu verarbeiten. Vielleicht könnte das auch nochmals einige Male hochkommen, falls da irgendetwas war. Und es kann ein bisschen Reibereien geben. Oder man muss wieder darüber sprechen, sehe ich auch. Für andere, die jetzt Single sind, kann sein, wenn ihr am Daten seid, dass eben die Angst von einem Betrug euch immer wieder packt. Und ihr wisst, ihr wollt nicht das manifestieren. Ihr wollt das manifestieren, was ihr wollt. Und ihr arbeitet daran, dass ihr das eben loslassen könnt, diese Angst. Oder dieses Gefühl, ausgenutzt zu werden. Warum 6 der Münzen? Warum? Ah, schön. Ja, vielleicht herrschte ein Ungleichgewicht. Und daran arbeitet man. Es kommt, ich habe stark das Gefühl, es kommt. Geben und nehmen. Du bekommst oder du fokussierst dich auf das, dass du genug bekommst, dass du genug erhaltest. Weil vorher hast du immer gegeben, gegeben, gegeben und nur sozusagen nichts, ein Brotkrümel bekommen. Und falls du jetzt das Gefühl hast, ja, nein, das stimmt doch nicht, dann überleg, oder bist du eher die Person, die nimmt und nimmt und nimmt und nimmt, weil es gibt ja wirklich Menschen, ich weiß nicht warum, die merken das gar nicht, die nehmen und nehmen und nehmen und nehmen. Und die bemerken das wirklich nicht. Und wenn du es ihnen mal sagst, dann sind die richtig peinlich berührt. Also wirklich überlege, gibst du auch genug? Aber ich habe das Gefühl, hier kommt eine Balance rein. Oder du fokussierst dich darauf. Du gibst 8. Schauen wir mal, wie geht es weiter? Oktober. Oktober, Wassermann. Bube der Münzen. Interessant. Nein, der Stäbe schon wieder. Ja, also die Verletzungen oder das Alte, das hast du schon noch hier. Ich weiß nicht, ob du es siehst, aber sie hat da, ich muss schon ein bisschen die Kamera, sie hat da so Narben. Die sind zwar ein bisschen geflickt, aber die sind schon noch da, die sind nicht weg. Nein, diese hier. Ja. Da ist noch etwas, was dich noch nicht ganz loslässt. Aber du willst, du arbeitest daran. Du weißt, es passiert nicht von heute auf morgen. Ass der Stäbe. Kreativer Neuanfang. Also es ist auch ein Monat der Kreativität. Ich sage immer, wenn Ass der Stäbe kommt, ist es immer ein Zeichen. Man hat die Energie auch für Selbstständigkeit, für Selbstverwirklichung, für Kreativität, also malen, fotografieren, töpfen, schreiben, singen, Musik machen, was auch immer. Einfach sich kreativ betätigen. Guter Monat. Ist auch generell ein leidenschaftlicher Anfang, kann auch auf sexueller Ebene sein, dass im Oktober nochmals ein bisschen, du jetzt sagst, es ist ein bisschen in der letzten Zeit eingeschlafen. Kann sein, dass hier wieder ein kleiner Schub kommt, nämlich wahr, für einige von euch. Und zwar aber schön. Man fühlt sich wieder begehrt. Bube der Münzen, Erdenergie. Vielleicht hast du mit einem Erdzeichen zu tun. Aber hier kommt etwas, könnte eine Chance sein oder eine Person, die im ersten Moment vielleicht nicht so auffällt. Vielleicht denkst du, das ist nichts oder keine Ahnung, aber das ist auch immer ein Hinweis, schau genauer hin, eine Ermahnung, schau genauer hin, weil eine Münze hat immer 2 Seiten. Kann auch umgekehrt sein, dass du denkst, eine Person ist so, aber dabei ist sie vielleicht ganz anders. Aber einfach eine Ermahnung,
Schau genau hin, wenn etwas auf dich zukommt. Verwirf es nicht gleich. Aber hier kommen Unsicherheiten. Du lässt schon nicht jeden an dich ran, lieber Wassermann, nehme ich wahr. Du schaust ganz genau, wem öffne ich mich, wem nicht. Weil du willst nicht mehr verletzt werden. Ganz klar. Weil hier haben wir drei der Kelche. War da vielleicht eine Dreiecksgeschichte? Oder ein Drittproblem, von dem du dich noch erholen musst? Vielleicht für einige, natürlich nicht für alle. Schauen wir mal gleich, drei der Kelche. Krebsenergie und die Kraft, Feuerenergie, also Wasser und Feuer. Du wirst mit etwas konfrontiert. Kommen verschiedene Dinge rein, schauen wir mal. Kann sein, dass hier nochmals jemand kommt. Vielleicht sind hier eben mehrere Personen involviert. Und das verunsichert dich oder etwas aus der Vergangenheit kommt plötzlich schnell auf dich zu und das verunsichert dich. Nehme ich auch ganz stark wahr. Was ich aber auch reinbekomme, das pure Gegenteil, dass hier eben etwas Positives kommt und du das eigentlich feiern kannst, aber aus irgendeinem Grund traust du der Sache noch nicht. Bist du skeptisch? Vielleicht bist du noch nicht sicher, ob das wirklich etwas ist. Was auch immer. Schauen wir mal neu in der Stäbe. Ja. Du triffst eine Entscheidung, du transformierst, also deine Wunden heilen, aber langsam, nehme ich wahr. Du hast daraus gelernt. Was auch immer das war, was da passiert ist. Oh. Ja, schau wirklich genau hin, weil hier kommt jemand oder eine Chance, die dir hilft, das Alte zurückzulassen und ans andere Ufer rüberzugehen, wo es schöner ist, wo es angenehmer ist. Irgendeine Chance kommt hier. Kann eine Person sein, kann eine Situation sein, kann eine Botschaft sein, Erdenergie. Diese Chance gibt dir auch Stabilität. Sie kommt aber langsam und ist ein bisschen versteckt. Man sieht sie nicht gleich. Also sie ist wirklich versteckt, du musst genau hinschauen. Aber schauen wir mal weiter. Was ist denn der Rat der Karten? Huch. Schon wieder sechster Schwerte. Lass das Alte hinter dir. Geh deinen neuen Weg. Ganz wichtig. Verfolge das hier, deine Vision. Ja, achter Kelche. Lass das Alte hinter dir wieder. Geh deinen Weg. Geh. Wenn du das Gefühl hast, du musst berühmt werden, dann werde berühmt. Wenn du das Gefühl hast, du willst Mama werden, dann such dir deine Liebe fürs Leben. Ich weiß, es ist immer einfacher gesagt als getan. Aber du musst etwas Altes zurücklassen. Das kann auch eine Gewohnheit sein. Du musst einfach einen neuen Weg gehen. Was ist dir denn nicht bewusst, lieber Wassermann? Was ist dir nicht bewusst? Sechster Kelche. Vergangenheitsenergie. Entweder ist dir nicht bewusst, dass eine Vergangenheitsperson eine wichtigere Rolle spielt, oder dass ein Wunsch, ein tiefer Wunsch, den du vielleicht seit deiner Kindheit hast, oder keine Ahnung, seit du Teenager warst oder einfach schon sehr lange hast, wichtig ist für dich, für deinen weiteren Lebensweg.
Was ich aber auch sehe, dass für andere von euch, nimm wirklich nur die Botschaften, die für dich ist, eine Person, wo du eine starke Verbindung hast, und ich meine wirklich eine starke, so eine Seelenbindung, kann sein, dass du die Person gar noch nicht getroffen hast, sehr wichtig sein wird oder dass du eben diese Person treffen wirst und das ist dir nicht bewusst. Ja, mein lieber Wassermann, nehmen wir noch eine Orakelkarte. Welche nehmen wir? Diese. Wassermann, bitte. Ich muss noch schnell ein bisschen mischen. Ich habe es jetzt nicht vorbereitet. Wassermann, bitte. Wassermann. Oh, Confidence, Vertrauen. Ja, Reconciliation. Kann sein, dass du wieder mit einer Person zusammenkommst oder dieser Person begegnest. Kann auch, aber auch dieser Wunsch sein, dass du dieser Wunsch, diesen Traum wiederfindest. Also muss nicht eine Person sein. Kann auch ein Traum sein, dass du dich wieder mit diesem Traum oder dieser Person verbindest. Kann aber auch eine Person sein, die du noch nie getroffen hast, aber aus einem vorherigen Leben kennst. Und du wirst Vertrauen haben. Hör auf deine Intuition, weil du hast die Chance auf inneren Frieden, Zufriedenheit auch. Schön. Ja, mein lieber Wassermann, ich hoffe, dir hat das Reading gefallen. Lass doch ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.